Mein Name ist Nina Kupczyk und ich habe mich mit Stromausfällen im östlichen Afrika beschäftigt. Ich habe untersucht, wie sich Stromausfälle auf die Firmenproduktivität in diesen Ländern auswirkt. Der Titel meiner Arbeit lautet Power Outages and Firm Productivity in East Africa, an Analysis with Firm-Level Data. Die Weltbank hat erkannt, wie wichtig diese Daten sind und hat das Programm World Bank Enterprise Service ins Leben gerufen, um Daten zu erheben und Wissenschaftlerinnen wie mir sie zur Verfügung zu stellen. Stromausfälle in Afrika, insbesondere in Ostafrika, sind sehr häufig und das stellt Firmen vor Herausforderungen. Sie müssen entscheiden, ob sie einen Stromgenerator kaufen, um so während der Stromausfälle arbeiten zu können, oder ob sie das Geld lieber in eine Maschine stecken, mit der sie ihre Produktivität außerhalb der Zeit von Stromausfällen steigern können. Die Firmen, die ich mir angeschaut habe, waren sehr unterschiedlich. Es waren kleine Firmen dabei, aber auch große Firmen mit über 500 Mitarbeitern. Und die Industrien waren auch sehr vielseitig. Im Prinzip waren alles Manufakturen. Insbesondere war ein großer Industriezweig die Lebensmittelindustrie. Ich versuche jetzt, das Papier zu veröffentlichen. Ich promoviere jetzt auch an der RUP und versuche, das zu veröffentlichen. Da gibt es einige Ansätze auch für Regierungen, diese Situation insbesondere für kleine Firmen zu verbessern. Ich wurde gut betreut. Ich hatte eine etwas lockere Betreuung, aber das habe ich mir auch so gewünscht. Ich hatte immer einen Ansprechpartner, wenn ich Probleme habe. Und an den konnte ich mich dann wenden. Und wenn ich keine Probleme hatte, dann habe ich vor mich weiter hingearbeitet. Und so hatte ich mir das auch vorgestellt.